Hallo. Hallo. Da sind wir. Da sind wir. Mal wieder. Mal wieder. Verrottetes Fleisch. Wir haben ja gesagt, dass... Hey, vielleicht finden wir ja meinen Freunden das Baumhaus, was wir gebaut hatten. Ja. Also, wir haben ja den Job Holzfäller angenommen, deshalb sind wir jetzt hier gerade am Holzfällen. Ja, ich nicht. Ich bin schon weiter weg. Ja. Ello ist schon weiter weg. Ja. Aber um mich wiederzufinden, musst du... Wie ging das nochmal mit der Anfrage? Teleportieranfrage, das kannst du jetzt einfach bei Help eingeben. Zugriff auf diesen Befehl. Ich habe keinen Zugriff auf diesen Befehl, was soll das denn? Ich esse einen Keks. Du hast auch schon Hunger. Ja, ein bisschen. Zum Glück habe ich mir die Kekse gekauft. Mhm. Ich dachte erstmal, das ist ja unnötig. Und dann dachte ich, ein 64er Stick so billig. Ah! Skelettattacke! Skelettattacke! Ey, guck dir das an! Kacke, die können mich abknallen. Okay. Mhm. Wollen wir die besiegen? Aber was mich wundert, wir könnten ein bisschen Knochenmehl gebrauchen für die Bäume. Ja, vielleicht. Was mich wundert, ist, dass hier fast nichts zerstört ist. Wie fast nichts zerstört? Ja, man kann doch hier alles abbauen. In der anderen Welt war hier total alles zerstört. Die wird immer wieder neu resettet, die Welt, ne? Weiß ich nicht. Oh, ich wurde vom Pfeil getroffen. Muss aber so sein. Oh, genau ins Bein. Kann gar nicht anders sein, das wäre sonst hier ziemlich zerstört. Ich meine, wir waren ja auch ein bisschen weiter weg und es gehen ja auch nicht so viele in Sammelwelt. Okay. Jetzt weißt du auf jeden Fall. Ja. Ach ja, wunderschönes Sammeln. Das könnte fast alles Geld werden irgendwann. Vielleicht kommen, ja. Wenn wir wissen, wie es geht, werden wir reich. Ja, wirklich. Also. Oh. Stand ja auch sofort am Anfang, Geld zu kriegen, also Krebs oder so. Ist ziemlich einfach. Du musst nur Holz abbauen und schon kriegst du Geld. Ja, aber das ist nur Nebenjob eben. Ja. Ich bin ja auch Anfänger, ich bin ja auch erst seit gestern irgendwie so. Okay. Und wie bist du denn überhaupt auf diesen Server gekommen, Ello? Ich bin auf so eine Seite gegangen. Weißt du das noch von letztes Mal? Also falls du das... Ja, die kenn ich. Wo ich da diese Seite? Mhm. Da habe ich das gefunden. Ist so. Und wie heißt die Seite denn? Irgendwas mit Minecraft Marco oder so. Also wir machen hier alles eine halbe Sache. Wir können ja in die Beschreibung schreiben, dass das, wie das heißt. Natürlich. Damit die damit draufgehen können. Ja, ihr könnt alle aber raufgehen. Ich glaube, so viel Platz ist da gar nicht mehr dafür. Ich bin Holzfäller Level 4 oder so. Stand da gerade? Ja. Nee, das bin ich. Also. Glaube ich. Du, warum sagt er dann, du bist Holzfäller? Nee, das steht ja auch bei mir. Vielleicht meint er ja mich, aber sieht so aus, als ob es dich gemeint wird. Das ist aber ziemlich... Weil ich meine, wie viel Holz hast du schon abgebaut? 64er Stick? Ja, ich glaube, da meint dich. Stand denn vorher auch, du bist Holzfäller 3, 2 und 1? Habe ich nicht hingeguckt. Kann sein. Warte, ich guck mal. Stand denn überhaupt bei dir etwas? Ja, bei mir steht das gleiche, was bei dir steht. Dann war ich das nicht. Ich meine, ich war ja erst 3. Dann ist das auch von mir. Und weißt du, kannst auch jede Form von Sachen... Mhm. Solltest du auch. Ich habe hier auch Tropenholz, Eichenholz und Fichtenholz und Birkenholz. Und meine Diamantenachse ist noch nicht mal beschädigt. Nur ganz, 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 ganz klein. Hey, du hast eine Diamantenachse. Mhm. Ein Hoch auf Diamanten, die man sich kaufen kann. Und die so billig sind. Ja. Wenn ich das Holz verkaufen kann, wenn ich weiß, wie das geht, kann ich mir auch Diamanten holen. Oh ja, dann habe ich trotzdem noch mehr Geld als du. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Aber wo denkst du denn, ist dein Admin-Shop? Ich habe einen User-Shop gefunden. Das war das, wo ich die Sachen her habe. Also die Diamanten und so. Und da kann man bestimmt auch etwas verkaufen. Nee, habe ich versucht, das geht nicht.
mir leid. Oder an einen Händler, ja genau. Ich glaube, ich weiß, wo man etwas verkaufen kann. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Du meinst, ganz nah am Spawn war so ein Händler, oder? Mhm. Nein. Vergiss es. Warum, was macht der denn? Da kannst du nur zwei bestimmte Sachen kaufen. Fisch und Angel. 16 Fische oder Angel. Aber dann muss es doch auch irgendwie so ein Ding geben, wo man verkaufen kann. Ich weiß, aber es ist vielleicht auch in einer anderen Welt, vielleicht in der Stadtwelt oder so. Das glaube ich schon eher, dass man in der Stadtwelt nur verkaufen kann. Mhm. Wäre auch logischer. Bingo. Wo bist du? Ich bin überall. Von nirgends. Aber schön, dass man nicht mal meinen muss. Man muss da eigentlich gar nichts mehr wirklich machen. Man kann sich das alles kaufen. Ja, und was bringt das dann? Was kann man damit machen? Noch mehr Holz sammeln. Und dann kann man noch mehr Geld erhalten. Wenn man so genau drüber nachdenkt, ist es genauso wie in der echten Welt ein total komisches, endloses System. Ah ja, und Setzlinge kannst du auch verkaufen. Das gehört auch zum Holzfällerjob. Setzlinge verkaufen. Man kauft die Sachen, damit man besser kaufen kann. Gut, wir sollten langsam wieder gehen gleich aus dieser Sammelwelt. Warum? Dunkel? Ja, oder Monster? Du weißt, ich bin nicht so der Monsterkämpfer. Aber ich schon. Dann kannst du auch da bleiben. Gerne. Wir werden die Monster vertreten. Hast du schon mal einen Keks gegessen? Oder? Ja, du hast zwei Kartoffeln gegessen. Ja, hab ich. Ah, ich sehe dich da hinten. Quer gehen. Okay. Gerade habe ich dich gesehen. Da warst du da hinten bei so einem See. Das muss hier so eine steinflache Steinplatte sehen, so eine flache Steinplatte. Ja, ich kenne die. Da musst du hingehen. Da siehst du mich. Da siehst du mich dann. Warum soll ich dich sehen? Keine Ahnung. Vielleicht können wir ein bisschen Holz tauschen. Holz tauschen? Ja. Hört sich lustig an. Holzsorten tauschen. Zum Beispiel Eichenholz gegen Fichtenholz oder so. Weißt du? Können wir ja einmal schnell machen, bevor ich das... Weil Eichenholz mehr wert ist, oder wie? Weiß ich nicht. Ist egal, Fichtenholz ist seltener, glaube ich. Von den beiden Sachen. Nee, Eichenholz. Weiß ich nicht. Ja. Willst du Tropenholz haben, vielleicht? Tropenholz. Einfach ja oder nein. Mir ist es egal. Okay, dann nicht. Gut, dann... Bing. Ah, da sind schon die ganzen Gut, Zombies. Ich bin weg. Ja, tschüss. Ja, wo sind Zombies? Da sind Zombies. Ah ja, aber die sehen witzig aus. Ah ja, wegen der Mindmap, stimmt ja. Gut, ich bin auf meinem Schiff. Ich bin auf... Der SS ist unglaublich. Yeah, hey, den kenne ich! Das ist einer meiner Freunde. Oh ja, er freut sich sogar. Warte. Ja, er kennt mich. Warte. Ja. Kannst ihn ja gleich mal vorstellen. Kannst du ihm dann sagen, dass wir aufnehmen, dann ist er nämlich gleich im Internet. Ich komme mal gleich zum Spawn, ne? Hm. Warte mal. Du kannst ihm alles erzählen. So, wo seid ihr wo beiden? Aber dann hören das doch alle anderen, das weißt du. Ja. Wo kann... Brauchst du ja nicht unbedingt schreiben. Nein, wo kann man Sachen verkaufen? Ja. Yeah. Hallo. Schau mal, Oma. Hey, wer verkauft Holzbretter, steht da. Hat er was geschrieben? Was für Sachen? Was hat er gesagt? Er hat gar nichts gesagt. Nein, doch, das ist ein bisschen das Unser Haus.
Unser Hausreuter hier meint ein Baumhaus. Kannst du ihm sagen, dass alles in Ordnung ist? Warte mal. Da? Gut. Warte mal. Tippa später. Mach Tippa. Beate. Ja, leider läuft sie noch. Ich meine, okay, wo bist du? Ach, das sind unsere ganzen Leute. Komm. Ja, wie viel Alter habe ich denn? Da gibt's doch. Ja, gut, Erfolg für uns. Mit. Mit. Ist er uns gefolgt? Ja, ist er uns gefolgt. Gut. Ey, geil! Mystikon, keine Ahnung, wer das ist. Jetzt schreib mal wo. Wo war das denn jetzt noch? Jetzt geht er vor. Ich schreib schon. Was sollen denn folgen? Ja, folgen, ja. 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 Warte mal, ich schreib das mal. Wo ist... Was er mir jetzt zeigt. Hä? Verdammt. Das ist Pasco. Alles. Was? Nein. Was? Hey, wo ist er hin? Der ist da reingegangen. Ja, ja, aber wieder das weg. Ist blöd. Tschüss! Yeah! Oder so? Also. Ja, genau, ihr kreuzt euch. Nee, warte mal. Ich frag mal. SP8, ja? Vielleicht weiß ja nicht, dass ich dazu gehöre. Ich gehöre. T. HG. HG. Ja. Ja, macht er. Gut. Ah, wo will er denn? Ins Wasser. HG. T. Nein, jetzt muss was er gefallen, da will er woanders hin. Eigentlich müsste er wissen, was Hunger Games heißt. Ja, weiß er auch. Hunger Games. Huber Dream of Human Games. Oh, ich muss noch meine Sachen wegräumen. Ja. Gut, dann ist die Folge auch schon gleich wieder vorbei. Gleich. Und das bedeutet immer, wenn ich das sage, ist...
Jetzt neigt sich die ganze Sache zum Ende. Und ja. Auf jeden Fall, in der Beschreibung ist der Name des Servers. Mhm. Auf jeden Fall, dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Mhm, dafür wird er auf jeden Fall sorgen. Brauche aber nicht, weil ich mache das schon alles. Bestimmt mache ich das alles. Und bevor die Sachen verloren gehen, weil das sind ja nur 23 Stunden, werde ich hier draußen warten oder hier drin warten. Und da meine Sachen sind verstanden. So. Dann werde ich jetzt mal gucken, wie lange noch. Und wie gesagt, die Beschreibung, da ist es drin. Sofort am Anfang. Falls ihr euch fragt. Falls ihr euch fragt, hä, wie kann ich denn auf den Server raufgehen? Es ist ein Server, wo es Geld gibt. Es gibt Regeln natürlich. Man darf den Chat nicht spoilern. Und es gibt Verwarnungen, bevor man in die Kerker kommt oder so. Man kriegt diese Start-Items und dieses 30 Start-Essen. Und man kann Jobs annehmen. Ich bin schon weg. Es gibt eine Währung. Ja, du bist schon weg. Es gibt eine Währung und alles andere. Ihr könnt euch das alles auch nochmal durchlesen. Und das ist der Server. Dann machen wir jetzt etwas verfrüht Schluss. Und dann sage ich mal tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge Server, wenn es noch eine gibt. Tschüss.